Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute mal wieder ein neuer Stadion-Vlog. Heute ist wahrscheinlich das wichtigste Spiel der Saison bisher für den SC. Rückspiel gegen Lens in der Europa League. 16. Finale. Ich war ja letzte Woche auch in Lens 0:0 im Hinspiel. Es wird richtig wild, das Rückspiel. Die Stimmung ist jetzt schon 1,5 Stunden vor Anpfiff. Richtig geil. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Freunde, wir haben ja auch den besten FIFA-Spieler Deutschlands noch getroffen. Ja, fast. Bist du auch SC Ultra, ne? Ja, natürlich. Seid, Ultra jetzt vielleicht nicht, aber... Seid klein auf. Ja. Was sagst du heute? Was wird das für eine Runde? Ja, ich hoffe natürlich, dass wir weiterkommen. So ein dreckiges 1-0 wäre geil. Ich tippe aber 2-0 tatsächlich. Ich bin auch bei so einem dreckigen 1-0. So, es regnet dann, Grigoric, ja, genau. 88. Minute. Komplett. Mit seinem Eisenschädel fliegt er dann rein. Nachdem er davor dreimal verschossen hat. Ja, ja. Dreimal noch über seine eigenen Beine gestolpert und dann macht er einen Kopfball rein. Aber sehr, sehr cool. Du bist aber auch schon seit du klein bist Freiburg-Fan, ja, eigentlich. Auf jeden Fall, natürlich. Alles mitgemacht, zweite Liga so. Ja, deswegen. Zweite Liga war krass. Ja, aber jetzt natürlich Euroleague, am besten Achtelfinale. Erste Mal wäre natürlich geil. Und dann weiterkommen und dann in Mailand. Istanbul. Schönen Vlog, ein paar Ananas testen. Und jetzt schauen wir, ob wir noch ein paar Lens-Fans treffen und deren Predictions hören können. Okay, we have the first Lens-Fan here. What is your prediction for the game? 1-2. And who scores the goals? Oh, I don't know. You don't know? The No Freiburg player? Sutoka. Sutoka, great player. Sutoka in Way. Oh. I was in Lens last week for the game. Really great atmosphere. The fans are... Yeah, Lens Flam. Lens Flam? Lens Flam. Lens Flam. Oh yeah, Lens Flam. I say it's a 1-0 win for Freiburg. What? A 1-0 win for Freiburg, I say. 1-0. Oh no. Yeah, but we will see. Great game, guys. Ciao, ciao. Wie bewerten wir den Freiburg-Kader? So, Freunde, Aufstellungen sind draußen. Arthur im Tor, wir blenden hier die Aufstellung noch ein. Ich sag euch, wie es ist. Grigoric hätte meiner Meinung nach safe spielen müssen. Ja. Grifo auf Bank. Man kriegt leicht Angst bei der Verteidigung mal wieder. Ja, das aber ist halt das ist Verletzung, ja. Verletzungspech ist halt. Ne? Ginter auf der Bank mal wieder. Lienhardt, ich weiß gar nicht, was der Mann eigentlich hat. Lienhardt ist gar nicht dabei. Güni kommt dann irgendwann Güni wieder. Kam weg. Röhl, der Baller, ist wieder weg nach der Rotsperre. Stimmt. Die Lens-Aufstellung, da sage ich euch, kenne ich alle nur von FIFA. Vahi ist zu schnell. Vahi Evolution mit 5 Sternen. Meinte der eine Typ auch, dass er ein Tor schießt. Ja, ne? Und Samba mit einer Team of the Season. Tankowski, radioaktiv natürlich. Ja, stimmt. Aber ich bleibe beim 1-Tipp. Grigoric Einwechslung, 88. und rein da. Ich sag 2-0, Röhl 1-0 und 2-0 macht Muslia. Oh, Muslia, ja, aus 40 Metern. Ja, diesmal klappt's. Freunde, das sind unsere Plätze. Da war noch eine lange Route, nur eine Coke Zero. Wir sind einfach genau neben dem Block von dort. Also alle Freiburg-Fans auch wieder international in Weiß. Ich habe mir einen weißen Pulli angezogen. Die Ringjacken habe ich irgendwie nicht gefunden, wo man die holen konnte. Leider keine weiße Winterjacke. Aber sieht schon geil aus. Da sind wir ein bisschen die Atmosphäre raus, wenn alle in den Logen sind, wenn das Wetter ein bisschen schlechter ist. Die 5, Manuel. Grüne, Fußballgott. Die 8, Maximilian. Die 9, Lukas. Mit der 17. Geile Choreo da auch von den Freiburg-Fans. Ich kann mir vorstellen, dass das zum Anpfiff richtig wild aussieht. Also auf RTL kommentiert auch wieder Robby heute. Mein Dreh hat mich letztes Mal sogar live bei RTL gegrüßt. Erich. Absoluter Ehrenmann. Man hört einfach nicht mal meine Stimmen von den Freiburg-Fans, weil der Nordblock so laut ist nebenan, das ist verrückt. Und obwohl wir so weit weg sind, neben dem Gästeblock hörst du sie so klar und deutlich, also stimmungstechnisch. Wow. Aber auch die Lens-Choreo will ich da nicht, okay, Choreo kannst du nicht nennen, aber einheitlich mit der Schal gehoben, sieht auch sehr cool aus. Und jetzt ist es gleich soweit, die Mannschaften laufen ein und die Stimmung ist magisch. Also die Euroleague-Musik catcht mich nicht so wie die Champions League-Hymne. Aber hat schon mal. Also, es ist so laut, gestört.
los geht's. Freiburg in den Heimtrikots, Laws in den schwarzen Trikots. Wow, hier sehen wir direkt mit dem Tape. Vamos! Jetzt mal vielleicht die erste gute Möglichkeit dafür Laws. Gulde, ja, ich halte nicht die Welt von ihm, bin ich ehrlich. Wenn Ginter und Lienert fit wären, ich glaube, wenn Ginter und Lienert fit wären, wäre das defensiv deutlich stabiler. Aber Makengo gefällt mir auch immer besser. Also der kommt ja diese Saison neu rein. Und seitdem macht er es wirklich spitze, auch hier gute Aktion. Also wirklich. Aber auch die Freiburg-Fans, obwohl sie so weit weg sind und wir direkt im Gästeblock sind, hörst du es so klar und deutlich. Also Stimmung. Wieder clean. Und sieht auch geil aus, alle in Weiß. Und jetzt geht es auch richtig los hier mit den ersten Pyros. Einmal in Gelb, einmal in Rot. Man sieht es auf der Cam nicht so gut. Aber wow. Soto K ist ja auch ein sehr starker Spieler mit der 7 von Lost. Auch ein gutes Spiel gemacht im Hinspiel. Der wird gefährlich. Spielt jetzt eher erstmal rechts außen gegen Makengo und Röhl auf links. Dann stimmt doch Salai, Höhler Doppelsturm. Doan erstmal rechtes Mittelfeld, Eggestein, Höfler, Doppel 8, Doppel 6. Oh, scheiße. Silvia ist da, richtig. Nein, das war niemals Elfmeter. Erste Standardsituation für Freiburg. Boah, Jordi Makengo ist der Letzte da. Erste Standardsituation, Ecke ist ein bisschen Quatsch. Auch mal Elfmeter, Schiri, VAR. Allein mal den Ball rein, aber das ist irgendwie bisher noch nicht wirklich gefährlich. Jetzt mal Doan, maybe. Oh, Merlin. Aber gutes Pressing da. Eggestein stark und einmal Freiburg. Doch nicht. Wenn aber die ganze Kurve von Freiburg mitsinkt und die Hände nach oben schmeißt, ist das einfach so ein geiles Gefühl, glaube ich, als Spieler, wenn du auf dem Platz stehst, wie das nach vorne pusht. Auch der Vollbruch als Auswechselspieler, wenn du dich nach 18 Minuten schon aufwärmen musst, da hast du auch gar keinen Bock mehr. Ich musste mich mal in der 5. Minute aufwärmen gegen Karlsruhe und saß 19 Minuten auf der Bank. Boah, Gulde, gut, Junge! So, das ist jetzt die erste Ecke von Laws. Oh, der ist sehr gut, scheiße. Boah, geht dann allen durch. Ah, schwer. Boah, gut reingedreht, Böhl ist dran. Oh, jetzt aufpassen, kein Elfer da. Aber der Ball ist zu weit. Oh, machen sie gut. Höfler, aber dann der Ball direkt wieder weg. Freiburg unsicher. Freunde, es ist jetzt die erste Hälfte von der Halbzeit gespielt. Torchancen ist ja eher weniger, aber stimmungstechnisch ist das krasseste Spiel, was ich hier erlebt habe. Und ich war auch letzte Woche in North, also die französischen Ultras, sehr wild unterwegs. Die Abwehr von Freiburg ein bisschen wackelig, aber einfach mal ein bisschen offensiv mehr kommen, Konter besser ausspielen und dann wird das was. Noah, was machst du? Noah! Nein, das kann es nicht sein. 1-0 los. Also der Launchblock dreht komplett durch nach dem 1-0. Müssen wir nicht drüber reden, war ein Torwartfehler. Scheiße laufen, weiter geht's. Eins und los jetzt nach einem eigentlich ungefährlichen Ball. Noah muss ihn eigentlich festhalten an der Joe leider. Aber machst du nichts, es ist noch genug Zeit zu spielen, 30. Minute. Freiburg muss aber aufmachen, definitiv ist richtig wackelig. Oh ja, oh, aber guter Ball da mal rein. Also der Schiri bei jeder Standardsituation muss unterbrechen. Salai steckt eigentlich gute Dinger da. Gulde! Oh nein! Oh, nie wieder eine Eckball-Situation und jede Aktion wird ja so gefeiert von den Laws-Fans. Aber auch die Freiburg-Fans auf der anderen Seite am Dampf machen. Auch wenn man hinten liegt. 1-0, 1-2 Ecken, 35. Minute müsste es sein.
Noah ist jetzt, glaube ich, nicht so der Confidenteste auf der Linie nach der Aktion jetzt mal. Wieder Ecke? Ja, wieder Ecke. Oh, der ist auch gefährlich. Hinten. Also Makengo macht ein gutes Spiel, finde ich. Röhl muss noch ein bisschen besser reinkommen. Vielleicht jetzt mal aus 20, 30 Metern. Ah, schieß einfach mal. Jetzt nächste Riesenchance. 2-0. Das ist der Bruch. Gulde geht ans Kopfball. Ich weiß nicht. Mit dem Halbzeitpfiff hat dann Freiburg noch das 2-0 kassiert. War hier da mit einem sexy Chip. Weiß nicht, wenn Gulde so zum Kopfball geht, muss er ihn schon abräumen. Darf er nicht durchkommen. Noah kann er nicht machen. 2-0 aufholen. Wird richtig schwer. Aber kein Ding der Möglichkeit. Freiburg hat schon krasse Dinger gedreht. Das war jetzt noch ein Bruch zur Halbzeit. Aber weiter geht's. Vor uns jetzt so viele freie Plätze. Die ganzen Laws-Fans, die am Zaun standen, wurden jetzt alle in den Gästeblock rüber begleitet. Also vor uns jetzt leeres Haus. Zweite Halbzeit, 2 Tore. Geht schon. Freiburg zweimal gewechselt zur Halbzeit. Weißhaupt rein, Gregoritsch rein. Also Noah, genau das ist so geil an ihm. Er zieht immer ins 1 gegen 1, bringt dann die Bälle aus dem Halbraum. Das hat so gefehlt die erste Halbzeit. Gregoritsch, da gleich schieß mal. Ja, ist okay. Gute Aktion, dann mal schießen einfach. So. Und das ist wieder super. Noah bringt die Bälle und dann die zweiten Dinger. Noah Weißhaupt, super Spieler. Super Sub. Gregoritsch drin. So muss man spielen, aber von Anfang an. Ich weiß nicht, was Christian sich jetzt bei der Vorstellung denkt da. Jetzt mal eine gute Kontermöglichkeit. Aber wieso aus 20, 30 Metern? Spiel doch raus. Also wenn dann die ganze Kurve hüpft und alle in Weiß. Ich sag's immer wieder, underrated die Stimmung im Europaparkstadion. Blind rein die Murmel. Höhler. Oh, aber da fehlt noch ein bisschen. Aber sehr, sehr stark, wie Freiburg jetzt zweite Halbzeit reinkommt. Wenn unten der Schal angezeigt wird, dann geht es wirklich nur kurz. Und dann ist der ganze Gästeblock auch wieder dabei. Also das muss Elfmeter sein. Das muss Elfmeter sein. Es geht nicht klarer. 100% Röhl im Strafraum gelegt und er pfeift nicht. Was macht er? Also das ist so Betrug. Das ist so Betrug. Klarer Elfmeter geht gar nicht. Das ist so schlecht. Er wird so geräumt. Ich hab's leider nicht auf Video. Und jetzt gibt's nochmal Geld für Kühler. Dieser Schiedsrichter ist ein Scammer. Wow. Also er muss eigentlich Elfmeter geben. Röhl wird so abgeräumt. Freiburg ist so gut in die zweite Halbzeit gestartet. Warum nicht direkt so? Aufstellung halt. Aber Noah weiß auch, so ein geiler Sub, wie er da Meter macht. Auch Doan und Röhl sind jetzt besser drin. Ich muss mir nochmal nachher anschauen. Für mich war das 100% Elfmeter. Ich bin gebrochen gerade. 63. wenn Freiburg so weiterspielen machen, ein Anschlusstreffer. 90. Kopfball, Ausgleich. In der Box, Doan, nein, Doan! Ja, nein, was? Kein Tor. Jetzt vielleicht mal Noah außen wieder durch. Bleibt im Ballbesitz. Oh ja, Foul, gelb! Schiedskarton! Lars geht dann noch mit weiter durch. Aber stimmungstechnisch. Selten sowas erlebt, wow. Oh ja, 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 wichtig, vamos, leider in Coaster-Quali, egal, Anschlusstreffer, 67. wichtig, Mann. Und noch genug Zeit für den Ausgleich, Freunde. Also Freiburg mit dem Anschlusstreffer, 1-2, Riesenchance Kübi, Riesenchance Gregoritsch, Spiel ist komplett gekippt, endlich sind sie da, endlich sind sie wach, Lance ist leise, sind noch 16 Minuten plus Nachspielzeit und das 2-2 gefallen. Dann geht's in die Extra-Time. Röhl in der Box. Oh, Eckball. Eckball. Oh, der ist super. Regal holt ihn noch. Schön, Junge. Einsatz. Hat es auch richtig angefangen zu regnen auf dem langen Posten. Eigener Mann. Doan, guter Ball. Gregoritsch. Kübler! Ah, was? Also riesen Respekt, was Freiburg hier gerade macht. Kübler, Riesenchance. Gregoritsch! Oh mein Gott! Salah in der Box. Roland. Eckball aber. Ja, Ecke, okay.
So, nächste Standardsituation. Wieder gut getreten. Gegenrutsch. Oh, hilf mal. Also Freunde, wenn ich zum Schiri sagen würde, was ich denke, wäre ich, glaube ich, gesperrt auf YouTube, Instagram, Twitch. Jetzt vielleicht mal. Höhler gut. Oh ja. Ah, schade. Ja, das ist ein Foul. Hey! So, Doan, bring rein die Murmel. Ja, Berlin? Nee, da war's nicht. Oh je, oh nein. Oh nein, kein Elfmeter. Oh mein Gott, wie kommt er da durch? Das Wetter, es ist Gregoritsch, Kopfballtime. Es ist gekommen. Steck von mir aus Kind da vorne rein ins Loch und chip einfach den Ball nach vorne. Gar nichts anderes. Chip einfach den Ball in die Box. Gregoritsch macht den Rest. Er macht den Rest! Nein! Matze Ginter. Matze Ginter, boah, kurz. Wieso kurz? Wieso kurz? Wieso kurz? Aber Noah jetzt auf den rechten und einfach rein. Der ist super. Schieß! Jetzt Riesenchance im Konter. Ganz oben, ja. Der Ball ist sehr stark. Das ganze Stadion steht, 5 Minuten Nachspielzeit. Ein, zwei Bälle nochmal rein. Wohin, Digga? Ja! Ja! Oh mein Gott! Oh, was passiert hier? Was ein Tor! Wie geil war das gespielt? Ausgleich und jetzt geht's Verlängerung und los ist nichts mehr! So, und es gibt in der letzten Minute noch mal eine Ecke. Freiburg drückt hier so und es steht 2-2. Der Ball kommt. Ja! Oh nein! Gregoritsch! Freiburg noch mit dem 2-2. Was ein Finish. Aber so verdient, wie sie die zweite Halbzeit gespielt haben. Das ist so stark. Und jetzt Verlängerung, Momentum. Gregoritsch hat noch mal eine Riesenmöglichkeit gehabt. Das ist so ein geiles Spiel, so eine geile Stimmung. Und jetzt Verlängerung, Achtelfinale eintüten. Also Freiburg hat sich durch die Leistung in der zweiten Halbzeit und durch diese unglaubliche Atmosphäre auch die Leistung von den Fans ins Weiterkommen so verdient. Lawrence-Fans machen jetzt ein bisschen weniger, trotzdem beste Auswärtsfanleistung, die ich bisher gesehen habe. Und was Freiburg in der zweiten Halbzeit gemacht hat, das war ein Kampf von Leidenschaft pur. Das war einfach geil. Also Freiburg ist einfach richtig, richtig gut drin in der Verlängerung. Jetzt nicht mehr das, was sie davon gemacht haben, zu viel fußballerisch. Gregoritsch! Vamos, das ist so big. Und ich weiß nicht, ob es ein Foul war. Wenn sie es, glaube ich, anschauen. Aber das Tor zählt erstmal. 3-0. Torschütze mit der Nummer 38. Michael. Gregoritsch. Michael. Gregoritsch. Michael. Gregoritsch. Fußballgott. Freunde, Freiburg hat das Ding einfach gedreht und das Stadion ist komplett verrückt. Also die Stimmung hier, es ist so geil. Lawrence ist jetzt ein bisschen leise, aber Freiburg hat sich so verdient, wie geil die in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Jetzt ist 102. Minute, Gregal the Goat. Ich hab gesagt, er macht's und er macht es, weil er der Beste ist. Das Tor zählt, Günther ist drinne. Und jetzt heißt es noch 20 Minuten das Ding über die Zeit bringen. Und die Kurve hüpft komplett und wirklich die Stimmung im Stadion, sie ist so geil gerade, es hat sich so angedeutet nach dieser zweiten Halbzeit. Noah, du bist der Beste! Also Lawrence hat leider eine Mischung aus Messi und Ronaldo eingewechselt, dem besten Spieler der Welt, aber Noah ist da und jetzt die nächste Ecke, 103. Schön verteidigt, keine Elfmeter. Und raus, Höhe machen. Der ist weg. Let's go. Und jetzt Noah, hol dir die Gelbe.
Macht's genauso wie Samba. Lasst dir Zeit, ganz ruhig, alles gut. Jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit. 3-2, Halbzeitverlängerung jetzt. Also so geil, wie sie das Tor gemacht haben, wie sie es geschafft haben. Es sind jetzt noch 15 Minuten. Jetzt einfach mal ein bisschen die Zeit mitnehmen. Das Stadion dreht wirklich durch. Jetzt vielleicht nochmal Musli einwechseln. Günther ist auch drin. Mit seinem Gips macht er nochmal Meter die Linie hoch und runter. Und Freiburg spielt einfach so geil. Das ist ein 10 von 10. Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber manchmal singe ich einfach automatisch die Fangesänge von den Gästen mit, weil die Lieder so catchy sind. Ich weiß nicht, ob das los ist. Heute war ich 1% Lenz-Fan, leider. Auszusehen. Oh, gefährlich. Sotoka, Atu. Oh mein Gott, Bruder, bitte, mach mir doch nicht so Angst. Also Lance ist wieder besser drin, machen es jetzt echt stärker. Und Freiburg hält gut dagegen. 111. Minute, also 10 Minuten noch beten, ackern und kämpfen. Also Musli hat gerade die Karriere beendet von der Nummer 14. Ne, von der Nummer 4 war das, von Medina. Und er macht es jetzt echt richtig gut. Grifo, geh mal vorbei, der Mann ist nicht mehr so frisch. Er ist nicht mehr so frisch. Hä, aber... Also man kann ihn auf jeden Fall geben, den Elfmeter, wäre keine Fehlentscheidung, aber Schiri und ich werden eh keine Freunde mehr. Und jetzt schau mal. Doan, schau mal. Ja, macht er gut. Noah, halt bitte mal einen Ball fest jetzt, Junge. Ist kein Abseits. Noah schenkt den Ball direkt wieder her. Atu. Und er hat ihn. Leg dich hin oder. Ja. Ja. Mach den Van Persie. Zu langsam. Also das ist einfach Gänsehaut. Super Sportclub Freiburg. 120 jetzt schon. Los nochmal mit dem Angriff. Oh ja. Und chip ihn. Ja, schön. Schau mal, Überzahl. Mach Meter, Noah, mach Meter, nach vorne. Und es gibt nur eine Minute Nachspielzeit. Schiri ist kalt, der will nach Hause. Atu, aber red doch, sag was. Linie. Ja, er hat Krämpfe, er kann nicht mehr, aber Dorn kann, weil er ein Macher ist. Hansi fliegt, was ist das? Und geh Linie. Er wollte heben, Bruder! Jetzt gib ihm eine. Schade. 20 Sekunden noch. Atu. Ja, Güdi! Was war? Freistoß Freiburg. Nächste Gelbe. Er pfeift ab jetzt. Er muss abpfeifen. Die Minute ist drüber. Und schaut euch einfach das an und einfach mal genießen. Wow. Das war's! Freiburg ist im Achtelfinale mit einer Wahnsinnsleistung. Freiburg, wir haben es geschafft. Das ist zu krass. Nach 2-0 so eine mentale Leistung, das noch zu drehen. 3-2 Sieg am Ende. Einfach geil, genießt die Stimmung, alles. Jetzt geht's nach Istanbul, London, Mailand, was weiß ich. Wenn dann die auch wieder Vlogs kommen, deswegen Like, Abo, Follow. Und wir genießen jetzt einfach noch ein bisschen die Stimmung hier, genießen das Weiterkommen gegen Laws. Und GG ist auch an Laws. Wahnsinn Spiel, Wahnsinn Fans, die Stimmung von den Fans war auch echt richtig gut. Die Männer sind leider gebrochen, verständlich. Aber mein größten Respekt an alle, die hier waren. So, auf 1% Akku gibt es jetzt ein kleines Outro, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gib mir nochmal kurz ein Statement. Wie fühlst du dich nach dem Spiel? Ja, sehr glücklich natürlich. Krasses Spiel seit langem auf jeden Fall. Und ja, für uns geht es dann nach Istanbul, nach Marseille. Hoffentlich. Auf jeden Fall auswärts wieder dabei.
Ja, Freunde, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert, ob euch es gefallen hat. Und Sonntag Augsburg. Und Sonntag gehen wir beide in Augsburg die Auswärtsfahrt machen. Haut rein. Ciao, ciao.